Heute möchten wir gemeinsam ein Geobrett aus Holz erstellen. Wir fangen an, indem wir die Vorlage zum Raster ausschneiden und mit einem Bleistift die einzelnen Punkte nachfahren. Gerne könnt ihr auch einfach die Rückseite eurer Seite mit dem Bleistift schraffieren, um dann die Punkte Punkt für Punkt auf euer Holzstück zu übertragen. Habt ihr alle Punkte übertragen, können wir unseren Bohrer zur Hand nehmen und dem Raster zufolge unsere Löcher bohren. Ich habe mir unter das Holz ein weiteres Holzstück gelegt, sodass es beim Durchbohren einfach nicht ausfranst und ich auch mehr Halt und Sicherheit habe. Haben wir alle Löcher fertig gebohrt, können wir uns ein Stück Schleifpapier zur Hilfe nehmen, um ausgefranste Stellen glatt zu schmirgeln, um später eine Verletzungsgefahr zu minimieren. Mit der Säge könnt ihr eine Furche in das Holzbrett hineinsägen. Das hier ist die Schneidebrett-Variante. Damit habt ihr später eine Halterung für unsere Vorlagekärtchen. Seid ihr damit fertig, könnt ihr die Holzdübel zur Hand nehmen und mit jeweils ein bisschen Holzleim in die vorgebohrten Löcher hineindrücken. Es kann durchaus sein, dass ihr ein bisschen Kraft aufwenden müsst. Sollten die Dübel dann nicht durchgehen, nehmt gerne einen Hammer zur Hilfe. In meiner Variante habe ich mir noch ein Stück Filz zurechtgeschnitten. Das ist einfach, damit es besser über das Holz gleitet, wenn ihr es auf den Tisch legt. Einfach hier mit ein bisschen Kleber, in meinem Fall dem Holzgel, Leim, auf dem Geobrett festdrücken. Sollte etwas überstehen, einfach mit der Schere zurechtschneiden und schon seid ihr fertig mit eurem Do-It-Yourself-Holz-Geobrett. Ich hoffe, unsere Ideen für und mit dem Holz-Geoboard haben euch gefallen. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder auch ein Like auf unseren Social-Media-Kanälen.